Was ich noch vergessen habe, angesichts von mega Sonnenschein und Hitze heute, achten Sie darauf, dass Sie im Schatten bleiben. Es gibt Wasser umsonst genug für jeden mit EM-Keramik. Und entweder Hut aufsetzen oder mit EM besprühen. Ja. Durchgeben. Okay, durchgeben. Ja, bitteschön. Hier, also es ist eine Mischung aus EM, Helm, EM und Wasser. Ja. Okay. Weiter. Moment, mein Zettel. EM-Honig. Ja, EM-Honig. So, dieses Jahr ein ganz und zu einer ganz besonderen Freude, das erste Mal, dass er uns besucht, aus Bremen, der Franz-Peter Mau. Oder wie er lieber genannt werden will, Pit Mau. Er ist der Autor des ersten deutschen EM-Buches. Haben wir jetzt nicht hier, holen wir noch. Des ersten deutschen EM-Buches, EM, fantastische Erfolge. Wie wir schon erfahren haben, hier die Hälfte der Veteranen hier auf dem Hof hat von diesem Buch seine ersten EM-Anwendungen gelernt. Er ist seit über 15 Jahren der Geschäftsführer des EM-Vereins, die Seele des EM-Vereins wirklich, und der Macher des EM-Journals. Also jeder, der von uns schon mal ein EM-Journal bekommen hat und das ein bisschen aufmerksamer gelesen hat, da steht dann ganz oft Pit Mau als Autor bei der Hälfte der Artikel, und er ist eben auch der Lektor und der Macher dieses Journals. Genau, und er ist seit 20 Jahren, seit es EM in Deutschland gibt, ist er damit verbunden, ist er dabei und kann natürlich ganz viele Geschichten aus dieser Zeit erzählen. Und deswegen wollte ich ihn auch nicht beschränken in dem heutigen Vortrag. Und ich hoffe auch selber noch was zu lernen. Highlights aus 20 Jahren EM-Erfahrung mit Pit Mau. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Können wir mich alle hören? Ja. Ja, ja, wunderbar. Jedenfalls, Marco, herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Und leider ist es so, obwohl Bremen gar nicht weit ist, habe ich heute gemerkt, fährt man doch nicht hin, wenn man nicht einen Anlass hat. Und er hat den Anlass geschaffen. Deswegen bin ich froh, dass ich endlich dieses Zentrum kennenlernen kann. Zentrum in Mecklenburg-Vorpommern und weit darüber hinaus. Brauche ich euch nicht erzählen, was... wohin Marco überall Kontakte hat und Fans in ganz Deutschland. Das kriegen wir natürlich auch mit. Und Marco und ich haben, glaube ich, eins gemeinsam. Von Anfang an hat Marco immer den Verein sehr unterstützt, in jeder Hinsicht, weil er jemand ist, der immer versucht hat, Menschen zusammenzubringen. Und das ist die Vereinsidee. Darum hat er immer gesagt, egal, was da, ob ich mit allem einverstanden bin oder nicht, spielt keine Rolle. Wichtig ist, wir müssen Menschen zusammenbringen. Und das macht er hier. Und deswegen ist es so schön, da zu sein. Okay. Ja, genau. Wir haben letztes Jahr, als Marco mich eingeladen hat, überlegt, was wollen wir machen? Ganz kurz, Marco hat gesagt, kannst sagen, was du willst, alles ist interessant, du weißt genug, überleg dir irgendwas. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, wir machen Highlights aus 25 Jahren EM, da steckt alles drin und kann man alles machen. Als wir jetzt heute darüber gesprochen haben, hat er gesagt, ja, aber die Leute wissen ja alle gar nicht, wie das angefangen hat. Und du weißt das, erzähl das doch mal. Und dann will ich auch damit anfangen, weil das natürlich damit zusammenhängt. Highlights ist jetzt nun eigentlich auch blöd, dass wir gleich das, wie wir alle so Englisch sprechen wollen. Eigentlich sind das die Höhepunkte oder sagen wir mal besonderen Momente, die man über eine Sache irgendwo erlebt hat, die immer in Erinnerung bleiben, wenn man sich darauf konzentriert. Und das ist oftmals sind es kleine Sachen und manchmal größere. Und ich will beides machen. Einmal darüber sprechen, was diese ganzen kleinen Sachen sind, und zum anderen auch, was so große Erkenntnisse sind, auf die wir im Kleinen vielleicht gar nicht gekommen wären, die EM-Bewegung über diese 25 Jahre breiter und größer gemacht hat und interessanter und uns neue Anregungen gegeben hat. Angefangen hat das Ganze natürlich
wie EM übrigens auch. Alle, die Jäger gelesen haben, wissen, da sind viele Zufälle zusammengekommen. Aber es gibt viele von uns, die sagen, Zufälle gibt es nicht, das sollte so sein. Und ich habe das so ähnlich selber erfahren. Ich bin kein Mikrobiologe, ich bin kein Biologe. Ich war in der Schule hundsmiserabel in allen Naturwissenschaften. Und ich habe Kunst und Englisch studiert. Und also habe nichts mit Mikroorganismen oder so zu tun gehabt. Aber man kommt ja auch auf anderem Weg dahin. Und zwar ist Folgendes gewesen. Professor Higa war 1995 das erste Mal in Europa. Da gab es eine Konferenz in Paris. Und da waren aus verschiedenen Ländern eine kleine Gruppe von Menschen, die davon erfahren hatten. Unter anderem auch eine Kompost-Spezialistin aus Österreich. Mein Vater, der da schon 70 war in der Zeit, der hat aber noch so kleine Kompostgeräte verkauft, war in dieser Branche, mehr in der technischen Branche zu Hause und war zufällig im Jahr drauf bei einem Kurs. Und am Ende dieses Kompostkurses erzählte diese Frau, ja, dann haben wir ja auch im letzten Jahr da was Neues erfahren und da gibt es diese Mikroorganismen. Und mein Vater, der immer für Neuerungen sehr sich begeistert hat, der ist gleich hingegangen und hat gesagt, toll, das klingt ja super, das will ich gleich haben. Was er verstanden hatte, war, das vertreibt oder vernichtet die Schnecken. Denn da hatte er im Garten richtige Probleme. Und als praktischer Mensch hat er gesagt, muss ich haben und das braucht jeder. Also muss ich mich drum kümmern. Dass das nicht so war, das hat er nachher festgestellt. Aber es war erstmal so ein Anfang. Und er kriegte dann über andere Kanäle die erste Flasche EM1, die er mit nach Hause brachte, und ein Stoß Papiere. Also so ein Packen unterschiedlicher Aufsätze, die waren alle auf Englisch. Und mein Vater kann kein Englisch. Da hat er gewartet, in dem Jahr zum Geburtstag waren wir alle im Herbst bei ihm. Und dann fing er auf einmal an, da zu erzählen, unser alter Herr, 70 Jahre, nicht? Und er erzählt, ja, da gibt es viele Mikroorganismen, die können das und die können das und die können das und das. Und da kann ich meinen Gartenteich mit in Ordnung bringen. Und wir dachten, oh, der Alte, nicht? Jetzt hat er wieder was, was daraus wird und so. Und als wir dann alle so den Kopf geschüttelt haben, ja, 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 erzähl mal, gleich gibt's Kuchen und so, da wurde er ganz ärgerlich, hat die Pulle aufgedreht und das kann man auch trinken. Und wir alle, Mensch, jetzt bist du 70, mach nichts falsch. Das war also der Anfang. Und dann hat er mir natürlich alle Unterlagen mitgegeben. Und zu Hause habe ich dann angefangen, natürlich, mein Vater hat mich gebeten, das zu lesen und zu übersetzen für ihn. So viel Zeit hatte ich nicht, dass ich das alles übersetzen konnte, aber immer mal so Stücke. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich gemerkt, auch wenn ich das nicht alles glaube und auch wenn ich das nicht alles verstehe, da steckt aber was drin, um das man sich kümmern muss. Also das war mir ziemlich schnell klar. Und so hat das eigentlich angefangen, gar nicht über eigene Erfahrungen, sondern über Papier, über Gedanken, die andere aus anderen Kulturen. Und es war alles aus Japan, aus Indien, weiß ich noch, aus Thailand, aber zum Glück alles auf manchmal schlechtem Englisch, aber man konnte es verstehen und hatte ein Gefühl. Wenn das stimmt, was sie alle schreiben, muss man sich drum kümmern. Und da waren wir in unserer Familie zum Glück drei, die sich dafür begeisterten. Ich, der immer mit den Übersetzungen da war, und mein Bruder, der war zurück nach Hause und wollte das Geschäft meines Vaters weitermachen. Ein bisschen mit Landmaschinen, mit diesen Kompostmaschinen und so. Und lange Rede, kurzer Sinn, die haben dann gesagt, okay, wir versuchen das in Deutschland weiterzumachen. Und haben dann erste Erfahrungen gemacht. Und zwar wir alle. Wir alle hatten dann unsere ersten Flaschen. Man kann sich das so, wenn man EM später kennengelernt hat, nicht vorstellen. Marco weiß es noch, es gab nichts anderes außer EM und Melasse. Und alles andere musste man selber machen. Und man las, da gibt es ganz viel, was man damit machen kann, aber es gab noch gar keine, also kosmetische Produkte gab es alle nicht. Diese professionellen Produkte für die Landwirtschaft nicht, für Wasser und so weiter, alles was es so gab. Selbst Keramik war zu dem Zeitpunkt völlig unbekannt bei uns. Ich fand alles interessant, will das jetzt ein bisschen abkürzen
und Ihnen erzählen, was mein erstes oder mein durchschlagendes Ergebnis war, wo sich mein Leben für EM geändert hat. Und zwar war es so, wir haben dann 98 erfahren, dass es das erste Buch von Professor Higa, Eine Revolution zur Rettung der Erde, auf Englisch gab. Und das haben wir versucht zu kriegen, haben es dann auch gekriegt. Und dann habe ich mich sofort hingesetzt, natürlich das zu lesen. Was hat jetzt der EM entwickelt hat, geschrieben? Und dann haben wir gesagt, wir müssen das Buch unbedingt haben, denn wir können nicht jedem, der sich für EM interessiert, immer die ganze Geschichte erzählen. Wir müssen in Lage sein, den Leuten so ein Buch in die Hand zu drücken. Und da haben wir mit einer Bekannten dieses Buch übersetzt, relativ schnell. Und dann war 98 im Spätsommer Higa in Holland bei Vorträgen. Eine kleine Runde, höchstens so groß wie wir jetzt hier, hauptsächlich Landwirte. Und ich kam ein bisschen später wegen Staus und sowas und hatte das Manuskript seines Buchs auf Deutsch dabei. Also nur fotokopiert natürlich. Und in der Pause haben wir ihm das geschenkt. Vor allem, ja, wir haben hier. Und der war, da hatte er nicht mit gerechnet und war so begeistert, dass er uns Übersetzer im nächsten Jahr nach Japan, nach Okinawa eingeladen hat, wo sie ein großes Fest hatten. Und das war natürlich toll. Das erste Mal überhaupt in Japan, das erste Mal, also für mich, die meisten, die ich kannte, eigentlich alle, die ich kannte, waren nie da. Also was ganz Neues und dann diese EM-Welt kennenlernen. Und jetzt muss ich noch ein kleines bisschen, bis ich zum Punkt komme. Ich hatte den Auftrag von dem Verleger, mit dem japanischen Verleger, die auch auf Okinawa waren, bei diesem großen Fest, zu verhandeln über ein anderes Buch, nämlich das erste Buch über EMX. Den sollte ich reden, dass wir die Rechte kriegen und das übersetzen können. Habe ich mich mit den Leuten getroffen und wir waren ja vorher auf dem Festland und gefliegen und ein schlechtes Hotel wahrscheinlich. Jedenfalls bin ich morgens aufgewacht, wo ich den Termin hatte und hatte rasende Kopfschmerzen, was ich eigentlich so gut wie gar nicht kenne. Was das ist, kann ich nicht sagen, kennt aber wahrscheinlich jeder, dass man so Momente hat. Da bin ich da reingeschlichen in dieses Hotel, habe mit denen verhandelt, dann konzentriert man sich drauf und dann habe ich gedacht, wie, jetzt muss ich meinen Bruder suchen, der war in der Messehalle, wo das alles stattfand, den suche ich und der soll mir irgendwie Tabletten, vielleicht hat er ein Aspirin dabei, dass meine Kopfschmerzen weggehen. Und ich komme in diese Messehalle, die so groß war wie hier der Rasen ungefähr, so eine große Messehalle, wunderschön, nagelneu, ein riesiger Dom, mich trifft der Schlag. Der ganze Raum, voll Stände, große, kleine, alles Sachen mit EM. Und wir kannten Melasse und EM1. Da war ein Stand 7 Meter breit mit Kosmetik, mit Zahnpasta, nicht? Die Vorstellung, Mensch, jawohl, das ist die Idee. Und dann gab es Leute, die haben Papier gemacht mit EM. Bis hin zu Klopapier, da waren Töpfer, der hat Töpferwaren hergestellt und immer EMX in das Wasser gekippt. Und wir waren einfach total begeistert. Und ich ging in diese Halle, die ja nun völlig voll EM war. Und ich habe ja kein EM zu mir genommen, sondern bin nur in die Halle gegangen. Und das hat keine 5 Minuten gedauert. Mein Kopf war frei, alle Schmerzen waren weg und ich fühlte mich ganz leicht. Das war für mich verständlich, weil es war der ganze Raum erfüllt von dieser EM-Energie und EM-Schwingung. Und das war für mich das Urerlebnis. Ich weiß, dass ich an dem Tag zu meinem Bruder gegangen bin, der auch an einem europäischen Stand da war, und habe gesagt, sobald das möglich ist, höre ich mit meiner Arbeit auf und mache nur noch EM. Da ist für mich... Und hinterher habe ich gedacht, das hast du dir ja gar nicht überlegt, das hast du einfach so gesagt. Und eigentlich bin ich nicht so spontan, als Steinbock überlegt man sich schon mal, was man macht. Aber das war irgendwie, als hätte EM gesagt, so, jetzt gehörst du zu uns. Jetzt. Und deswegen ist es für mich immer ein bisschen mehr, EM kommt zu den Leuten und nimmt die Leute, wenn die Leute bereit sind und dafür die richtigen Personen. Und so habe ich das bis heute empfunden. Und ich denke mal, jeder von uns hat vor allem am Anfang seiner EM-Zeit, manche aber auch später, solche besonderen Erfahrungen gemacht. Viele
habe ich in Vorträgen und Treffen, die wir haben, finde ich, viele haben das im Gesundheitsbereich erfahren. Von einfachen Sachen angefangen. Eins meiner ersten praktischen Highlights war, so ein Sommertag wie hier, ich laufe barfuß durch den Garten und trete auf eine Biene. Der Zeh, so ein kleiner Zeh, kann man sich ja vorstellen. Da bin ich sofort gerannt und habe meine EM genommen in einen Eierbecher und habe mich in den Garten gesetzt und nichts anderes als diesen Zeh in diesen Eierbecher mit EM gehalten. Das ist nicht geschwollen, das hat nicht wehgetan, also vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten. Das war, als wäre gar nichts gewesen. Und diese Erfahrung hat schon mal einer das gemacht. Mit Bienenstichen, Wespenstichen, irgend sowas? Ja. Hier? Ja. Also ich denke, alles, was Haut angeht, das kam danach. Aber es war für mich eben so eine Bestätigung. Ja, auch diese Mikroorganismen selber, die haben diese besondere Kraft. Ich würde mich ganz gerne heute mit den Beispielen, die könnte ich ausweiten, oder besser noch gesagt, wir könnten uns in eine große Runde setzen und jeder könnte eine solche Geschichte erzählen, wie er besonders von EM angesprochen worden ist. Deswegen will ich diese vielen kleinen, wichtigen Geschichten jetzt nicht ausbreiten, von denen ich natürlich viel gehört habe. Ich zeige Ihnen noch mal ein kleines Bild, das manche, die mein Buch kennen, gesehen haben. Das war für mich auch etwas, von dem ich gehört hatte, aber nicht wusste, ob es funktioniert. Und eines Tages da in diesem Garten, wo ich die Biene mich gestochen hatte, habe ich dieses Experiment gemacht. Ein Teller, einen tiefen Teller voll Wasser, habe zwei nagelneue lange Nägel da reingelegt und in die Mitte mit einem Holz fixiert, dass das nicht wegrollt, 5 Pipes. Gar nicht nach Plus oder Minus, was ich heute besser weiß, ausgerichtet, sondern einfach hingelegt und beobachtet, 2, 3 Fotos gemacht. Nach 5 Minuten konnte man schon sehen, dass der Rost nach außen sich ins Wasser zog. Dann nach 10 Minuten, Viertelstunde war das so deutlich, dass es kein Wenn und Aber gab. Da ist eine Kraft, eine Schwingung, die antioxidativ wirkt. Das ist also nicht die Mikroorganismen, das wussten wir ja, dass die Fäulnis, also Oxidation auf organischem Material verhindert. Selbst Bokashi machen, also Küchenbokashi oder im Kompost, dass wir irgendetwas mit EM behandeln, das fault nicht, das kannte man. Aber jetzt so, dass das auch auf dieser Schwingungsebene, dieses Prinzip Antioxidation funktioniert, das hat mich total überzeugt, damals in dieser Zeit. Das war auch nochmal so ein besonderes Ereignis, denn wenn man das versteht und weiterdenkt, dann weiß man, das hört nirgendwo auf. Immer wenn ich diese Pipes irgendwo habe, werden die das, was in der Nähe ist, informieren. Das heißt, ich kann welche verlieren oder in den Brunnen fallen lassen und im ersten Moment ärgere ich mich über den Verlust und im zweiten freue ich mich, was ich Gutes getan habe. Das ist das Besondere bei EM. Immer ist es ein Gewinn, nicht nur für mich, sondern auch ein Gewinn für entweder andere Menschen oder die Umwelt, das Wasser, die Natur, Tiere und so weiter. Viele, die mein Buch kennen, haben massenweise von diesen kleinen und größeren Beispielen, ob es sich, und da denke ich, das haben die meisten von euch hier, und das können wir hier bei der Seife sehen, das können wir bei Salben sehen, Erfahrung, ich habe heute mit mehreren schon gesprochen, dass diese Keramik als Pipes, das war das allererste, was wir übrigens hatten, nach EM und Melasse kamen diese Pipes, war das Keramikpulver. Weil das ja noch viel praktischer ist. Ich kann alles eigentlich damit machen. Selbst in Produkte wie Ölfarben oder öllösliche Farben oder anderslösliche Farben oder in etwas prekäre Situationen, da kann ich dieses Pulver einbringen und dem ist es egal, was drumherum ist, das schwingt vor sich hin. Auch in eben einem eigentlich, sagen wir mal, lebensfeindlichen Milieu. Und insofern ist das auch dadurch, dass es so fein ist, ein ganz besonderer
Gewinn für so viele. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich hier auch wieder 10, 20 Leute finde, die selber mit Salben, mit allen möglichen anderen Dingen experimentiert habe. Und vielleicht können wir gleich, wenn ich so hier fertig bin, noch ein bisschen austauschen. Denn meine Erfahrung ist, man kann 20 Jahre oder 100 Jahre mit EM arbeiten. Sobald man einen anderen EMler trifft, lernt man. Egal, wie, ob man das Vollzeit macht oder nur ab und zu. Es sind immer, es ist so breit, dass man immer lernt. Und ich möchte von euch noch ein bisschen was lernen. Dass ich hier nicht nur erzähle, sondern auch was lerne. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zurück mit den Schnecken, wo mein Vater dann erstmal enttäuscht war, dass die Schnecken das EM überhaupt nicht missachteten, sondern denen war das egal. Aber nachdem sie dann EM experimentiert haben, wie kann man das dosieren und im Garten sprühen und so weiter, also das, was er in seinem großen Garten gemacht hat. Im zweiten Jahr war ich zu Besuch und da sagte meine Mutter nach dem Kaffeeringen, komm mal mit, ich muss dir was im Garten zeigen. Warmer Tag, dann ging sie an ihre Reihe mit Kopfsalat, große, prächtige Kopfsalatköpfe und sagte, hier sind die Schnecken. Oh, dachte ich, Salat. Dann machte sie die unteren, großen, breiten Blätter auf. Da saßen die Nacktschnecken drin, aber die haben den Salat nicht gefressen. Die gingen nachts los und fraßen das, wofür sie da sind. Denn Schnecken, müssen wir immer in Erinnerung halten, haben eine Aufgabe und sie vernichten das, was ein Problem für die Natur geben kann. Das ist ein Aldi gekauftes Pflänzchen, was ich erworben habe und in meinen Garten pflanze. Das ist halt nicht so furchtbar energiereich. Und Schnecken sind Energieflüchter. Wenn die an einem Salatkopf vorbeikommen, der richtig eine gute, kraftvolle, lebendige Energie hat, den fressen die nicht an. Pflanze ich aber ganz frisch von irgendwo aus dem Gewächshaus ein Salatpflänzchen, kann ich zugucken, wie das weg ist. Also, wir müssen einfach lernen von den Schnecken. Und da habe ich gelernt, es funktioniert. Denn die hatten einen großen Garten mit viel Gemüse und viel kleinen und großen Pflänzchen und die hatten überhaupt keine Probleme. Nachts gingen die zum Nachbarn. Soweit nochmal zu den Schnecken. Also da brauchen wir überhaupt gar keine Angst. Wer das nicht kennt, ich weiß gar nicht, Marco ist das gerade nicht, Marco ist er da? Aber wenn es hier in dem Laden dieses kleine, so ein kleines rotes Büchlein gibt von Sigmar Gruno über, das heißt EM Pflanzenschutz. Schnecken. Nur über Schnecken, auch wieder gereimt alles, aber so fantastisch Informationen, man wird die Schnecken lieben hinterher. Ganz im Ernst, weil es so viele gibt, die uns nützlich sind und was die alles können. Wer sich damit beschäftigt, Schnecken sind wie alles in der Natur total faszinierend. Selbst die Mücken, wenn man sie studiert, muss ja nicht am eigenen Leib sein. Es sei denn, man hat EM. Ja, oder noch ein neuer Tipp. Im letzten EM-Journal, die meisten von euch werden es kennen, ich habe noch ein paar mitgebracht, die verteilt werden, da vorne, Uwe hat welche und so. Da ist ein kleiner Bericht über ein Produkt aus Bali, das wir Asienreisende von 2000, das war damals diese Festa, wo ich dieses Hemdchen mitgebracht habe und nur zu ganz besonderen Anlässen trage, dass das mal klar ist. Darf man ein Foto machen? Selbstverständlich. Ich kann auch das Hemdchen irgendwo hinhalten, dass Sie mich nicht dabei haben. Das war nicht das Wichtigste. So, jetzt helfen Sie mir gerade, wo mein Faden? Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Was wollte ich erzählen? Bali, genau. Da gibt es dieses Öl, dieses Bokashi Rub Oil, heißt es original. Hier heißt es Bokashi Öl. Rub heißt also massieren, zu massieren, eincremen. Und dieses Öl hat irgendeinen Stoff, so Nelken und noch irgendwas anderes. Und wenn Sie das auftragen, gehen die Mücken nicht gerne an den Körper. Also, merken, das hilft. Und das ist überhaupt toll. Und man muss nur ganz wenig nehmen. Das ist zwar nicht ganz billig, aber lohnt sich total. Man kann auch Wunden wunderbar damit behandeln. Ist im Grunde auch so ein Universalmittel, was übrigens in Bali jeder kennt und so gut wie jeder als Hausmittel im Regal stehen hat. Und wo kriegt man das? Marco. Marco, okay. Wenn er es noch nicht hat, kann er es bestellen. Ja, am besten soll er sich, aber wird er sicherlich. Also ein schönes Produkt.
Das sind also alles jetzt erstmal so ein paar Andeutungen für diese kleinen Highlights, Höhepunkte mit EM. Und ich möchte jetzt noch eine Reihe, vielleicht 5, 6 von den größeren Ereignissen, die wichtig waren und wo wir auch in diesem Sinne von EM gelernt haben. Das war zu einmal diese schöne Sache, die nicht alle kennen, aber manche vielleicht im Journal gelesen haben. Das war eine Aktion in Malaysia, also da gibt es so eine Halbinsel im Indischen Ozean, Penang, Hochhäuser, so ein bisschen wie Hongkong, wo auch so viele Kulturen sich treffen. Und da gibt es einen Fluss, der natürlich auch einigermaßen verschmutzt ist, der in so einem großen Bogen an dieser Promenade vorbeigeht und Schlamm immer wieder da aufträgt und stinkt. Und da gab es eben diese Initiative, wir wollen Bokashi-Bällchen in diesen Fluss schmeißen und wollen dafür 1 Million Bällchen. Ich glaube sogar, es war am Anfang, ich müsste den Artikel tatsächlich nochmal anschauen, 100.000. Und dann waren sie noch nicht bei 100.000 und sie kriegten keine neuen Initiativen, die geholfen haben. Und dann kam ein Mädchen in dieses Büro, was das organisierte, 10 Jahre, und sagte, ich möchte mitmachen, weil wir verschmutzen die Erde und ich sehe, jeder dieser Bällchen ist eine Entschuldigung für unsere Verschmutzung an Mutter Erde. Und dann waren die Organisatoren so begeistert, dass sie diese Idee, jedes Bällchen eine Entschuldigung an Mutter Erde, dass diese ganze Kampagne so gestartet ist und Vereine, Sportvereine, Schulen, Firmen, alles da in der Stadt haben sich da beteiligt und wir haben dann innerhalb der Zeit, die sie hatten, bis zum 8. August damals über 1 Million von diesen Bällchen gemacht und man sieht das hier an dieser ganzen Küste stehen auf wahrscheinlich einen ganzen Kilometer Leute mit diesen Kisten, haben sie reingeschmissen. Und natürlich dann auch in dem warmen Wetter hat das gut funktioniert und sie haben schon im ersten Jahr in 3 Monaten so 70, 80 Zentimeter von diesem Schlamm abgebaut. Und sobald man anfängt, die Mikroben in den Schlamm zu bringen, dann tun sie das, was wir ja von allem wissen. Sie verändern, sie drehen Fäulnis in Fermentation um. Es stinkt nicht, es wird schneller abgebaut und durch die Strömung, Wasser rein, Wasser raus, trägt es dann den aufgefressenen Schlamm raus. Also das war ein Ereignis und ich weiß nicht, ob das hier in der Nähe gemacht wird, ob ihr überhaupt viel, ein bisschen weiter Mecklenburg-Vorpommern im Osten sind die ganzen Seen. Da wird schon mal was gemacht. Wir haben ja auch einen schönen Bericht aus Sachsen. In der ganzen Republik immer wieder finden sich Leute, die in irgendwelchen Teichen oder Gewässern was machen. Das wird immer wichtiger und ich glaube, es wird auch wichtiger, weil der eine oder andere, der die Zeitung liest, hat es mitgekriegt. Seit Jahren gibt es ein neues Gesetz in der EU, dass man gefälligst seine Gewässer sauber hält. Die Bundesregierung hat das immer fröhlich ignoriert, weil sie sagen, ach, die Strafen, die zahlen wir denn am Schluss, aber bloß keine schlafenden Hunde wecken. Was natürlich fatal ist, denn wir wissen, dass die Qualität der Gewässer schlecht ist und man könnte was machen. Deswegen denke ich, jetzt wo so 5:12 ist, werden immer mehr Kommunen rufen, können wir nicht irgendwas machen? Denn ausbaggern ist ja so teuer, das kann sich kein Mensch, keine Kommune wirklich leisten, bis auf ganz, ganz wenige. Okay, soweit zu dem Wasser. Und im Wasser nochmal, ich wollte ja über die Schwingungsebene. Bei unserem ersten Besuch in Japan haben wir Leute besucht, eine kleine Gruppe älterer Männer, die wir jedenfalls gesehen haben, und die haben einen See, einen großen See, der war so weit, dass man kaum drüber gucken konnte, da fuhren so größere Schiffchen, so wie Steinhudermeer oder was man so kennt, in dieser Größe, vielleicht sogar noch ein bisschen größer, da war ein Zufluss und da hatten sie einen 1000 Liter oder einen 500 Liter Tank EM, fermentiert, EMA selber gemacht und hatten unter eine kleine Brücke ein Rohr konstruiert, wo das EM, das bisschen höher stand, reinlief. Da waren ein paar Löcher und da plörte konstant immer ein bisschen EM in diesen kleinen Kanal, der war nicht breiter als hier dieses Podium und nicht
tiefer als so, wenig Wasser. Und dann haben wir gleich gesagt, ja, also braucht man solche Rohre für den See, damit da was läuft. Und die haben gesagt, nee, Dauer. Die Zeit spielt eine Rolle. Und dann haben sie uns gezeigt, sie haben das, also da fließt ja immer nur Wasser nach unten. Und nach unten war schon der Bach, konnte, oder dieser Kanal, sehr viel sauberer. Man konnte sehen, also kein Dreck, nur ganz wenig Grün. Und dann zeigten sie uns, dass oberhalb der Stelle, wo sie das reinträufelten, ungefähr 1-2 Meter, diese EM-Schwingung gegen den Strom wirkt. Also auch etwas, was man erstmal nicht erklärt. Man kann es nur über Schwingungsenergie erklären. Das Wasser trägt die Mikroorganismen nicht rauf. Es kann nur sein, dass sich was im Sediment verankert und nach oben schwingt und strahlt. Also das war wieder so ein Moment, wo man gesagt hat, Mensch, das ist ja toll. Also selbst da, wo ich EM nicht einbringe, wirkt das, wenn ich an einer Stelle EM einbringe. Im Wasser, haben wir damals gedacht. Das nächste große Ereignis, wo wir alle natürlich erschüttert waren. Jeder erinnert sich daran, es ist ziemlich lange her, aber eigentlich noch so aktuell, nämlich dieses große Erdbeben in Japan, wo erstmal eine gewaltige Flutwelle große Teile Nordosten Japans überflutet hat, dreckiges Salzwasser über die Felder und natürlich dann danach Radioaktivität. Ein Riesengebiet, was durch diesen Fallout betroffen war. Wir wussten zwar aus den Büchern, ich weiß nicht, hat einer dieses Revolution zur Rettung der Erde, dieses frühe Higa-Buch gelesen, du kennst es, also lohnt sich immer mal, oder dieses neue eigentlich, würde ich fast noch mehr empfehlen, da sind mehr neuere Sachen, auch Fukushima mit drin, dieses Unsere Perspektive heißt das, eben Unsere Perspektive von Higa, wo er das nochmal beschreibt, wo ganz schnell festgestellt wurde, auch mit wissenschaftlichen oder Laboruntersuchungen, überall, wo mit EM gearbeitet wurde, in diesem bestrahlten Bereich, waren die Früchte, die dort wuchsen, nicht radioaktiv verseucht. Das konnte man also messen, da, wo EM in der Erde war. Und viele Beispiele haben wir dann immer wieder aus Japan oder Reisenden, die da waren, mitgekriegt, wie einfach das ist, wie leicht die Mikroben das machen können. Und wenn wir jetzt einen PowerPoint gehabt hätten, könnten Sie es besser sehen, aber ist nicht so wichtig. Ich sage Ihnen das nur. Hier sieht man eine Statistik, wo ein Bauer, nämlich dieser Bauer, der gerade sein Haus besprüht, weil ja bei jedem Regen, der da ist, natürlich auch wieder aus der Luft Radioaktivität auf dem Haus sich ablagert und es sprüht nur mit EMA. Wie überhaupt das Sprühen mit EMA überall super funktioniert. Sie haben, und das ist jetzt eigentlich mein Punkt, obwohl man viel mehr darüber erzählen könnte, dieser Bauer, das sieht man nochmal auf diesem Bild, der wohnt direkt am Waldrand. Da ist ein kleiner Hügel hinter seinem Anwesen, seinem Hof, und der ist komplett bewaldet. Und da hat er gesagt, ja, also wenn der Wald jetzt verseucht ist und ich immer daneben bin, das möchte ich nicht. Also hat er angefangen, so wie er da sprüht, eben so weit er kam, 100 Meter, 50 Meter in den Wald hinein zu sprühen. Und dann haben sie natürlich mit ihren Möglichkeiten gemessen, wie ist die Radioaktivität. Und klar, die geht dann so weit runter, dass er keine Sorge mehr haben musste. Dann ist das aber ja ein großes Gebiet und man muss ja riesige Mengen EM einbringen. Und er selber hat dann vielleicht aus Intuition oder weil er ähnliche Erfahrungen gemacht hat, hat er gesagt, ich lasse einfach mal die Hälfte aus, mache 50 Meter, dann lasse ich 50 Meter unbehandelt und dann die nächste, dass ich einfach mehr in einer kurzen Zeit mit meinen Möglichkeiten behandle. Und sie haben festgestellt, dass zwischen den behandelten Flächen dieser Streifen, der unbehandelt ist, auch dort die Radioaktivität massiv runterging. Und da haben wir wieder dieses interessante Phänomen, was eigentlich mein Thema heute oder ich gerne auch weitergeben möchte als Thema. Diese Schwingung, die die Mikroorganismen erzeugen, dass die viel, viel mehr erreichen, als nur als kleiner Mikroorganismus irgendwo was fressen, zur Fermentation oder aus anderen Gründen. Also das ist etwas,
was jeder mitnehmen muss. Und das heißt für uns auch wieder, wenn ich jetzt ein Feld habe und sage, oh, oder der Bauer sagt, das ist zu viel, das kann ich nicht, das ist ja so eine große Wiese oder eine Pferdewiese. Pferdeleute sind ja immer sehr empfindlich und so. Ja, dann mach einfach 10 Meter mit, 10 Meter ohne, 10 Meter mit. Wenn man das ordentlich macht, mit guten Qualitäts-EMA, funktioniert es auch. Also das ist wieder ein großer Gewinn, den wir haben. Eine interessante Neuerung, die wir dann erfahren haben über Professor Higas Berichte aus Fukushima. Genau, das war nämlich auf einigen Feldern, dass sie immer wieder gemessen haben und Methoden ausprobiert, wie funktioniert das am allerbesten, diese Schwingung zu verstärken, dass man also auch immer wieder auftretende Radioaktivität, denn das strahlt da ja weiter oder wird, kann man sich ja nur vorstellen, die großen Wälder, die sind meistens oben auf den Kuppen oder auf den Bergen und sobald die Blätter fallen, rutschen die ja ins Tal und da, wo die unten jetzt gerade mühselig in Hunderttausenden von schwarzen Säcken Erde abgetragen haben, die überall da rumsteht, wie riesige Friedhöfe, muss furchtbar aussehen, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Und zwar haben sie festgestellt, die Verstärkung ist, wenn man diese Bokashi-Bällchen, die wir eben in Teiche und Seen schmeißen, um im Sediment zu arbeiten, wenn man die im Feld eingräbt und wenn man, das ist das Entscheidende, Holzkohle dazu nimmt. Wenn man Holzkohle reinnimmt, dann wird diese Verstärkung des Abbaus von Radioaktivität noch besser. Und das sind hier die Bällchen, wir kennen die, ist leicht gemacht, macht einen Riesenspaß, wenn man sich da zusammensetzt und das macht. Man kann sich die selber machen oder mal in so einer Aktion auf so einem Hof oder so einem Treffpunkt und jeder nimmt sich seine Kiste mit nach Hause und nimmt sie als Dünger im Boden. Kann man auch. Warum sind die so weiß? Die sind deswegen weiß, die nennen sich auch Bokashi-Bällchen. Das heißt, das sind eigentlich Bällchen aus Lehm, das ist die Basis. Wir tun immer ein bisschen Keramikpulver dazu und ein bisschen feines Bokashi, also dieses von dem gekauften Bokashi, was man gut untermischen kann und Mikroorganismen, ein bisschen Melasse. Und dann legt man die zum Trocknen irgendwo hin. Und dann fangen die an zu arbeiten. Und außen, wie ihr das alle von euren Bokashi-Eimern kennt, ist oben weißer Schimmel. Also so ein Edelschimmel. Und das ist das, was da drumherum ist. Und das sieht zum Teil toll aus. Das sind so lange Fäden auf diesen Bällchen. Das heißt, da arbeitet richtig was. Das ist also nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Vorhin mit Marco nochmal drüber gesprochen. Wir haben ja hier, gerade in Deutschland, diese Terra Preta-Idee aus einem ganz anderen Grund, nämlich Dauerfruchtbarkeit in den Boden zu bringen und EM anders stärker zu verankern. Viele gute Ideen, warum wir das machen. Higa ist aus einer ganz anderen Sicht, nämlich wie müssen Elektronen fließen im Boden, um die Radioaktivität abzubauen. Von der Seite wieder auf die Kohle zurückgekommen und hat gesagt, wir brauchen Kohle. Weil die Kohle eben auf dieser Ebene des Elektronenaustauschs, der ja immer auch, wenn Nahrung verteilt wird oder wenn Photosynthese passiert, hilft. Und Elektronen müssen fließen, wie alles im Leben muss fließen. Geld muss fließen, damit es Sinn macht. Wasser muss fließen, unsere Ideen müssen fließen. Und so ist es auch bei den Mikroorganismen. Denn wir stammen ja schließlich von den Mikroorganismen ab. Dürfen wir immer nicht vergessen. Das ist auch ein tolles Thema. Soll nicht unser Thema sein. Machen wir ein andermal. Wie ist das mit den Mikroorganismen, die ja lange, lange, lange vor uns da waren? Das lohnt sich. Zu unserem Schwingungsfeld nochmal. Auch diejenigen, die das Journal kennen, haben diese Geschichte aus Higas Garten vor 2,5, 3 Jahren, haben wir mal berichtet, wo er etwas ganz anderes gemacht hat, nämlich Flaschen recycelt. Klar, in so einem Land, subtropisches Land wie Okinawa, da überall saufen die Leute Wasser, weil es heiß ist. Und dann hat man natürlich den Müll, auch wenn die Japaner sehr sauber sind, aber den hat man halt, die leeren Flaschen. Dann haben sie die gesammelt, dann hat er festgestellt, weil er das ja auch vorher schon wusste, Wasser ist ein wunderbarer Energieträger.
Da vorne habe ich ein Buch Emoto gesehen. Alle oder viele von euch kennen die Gedanken von Emoto, wie wichtig Wasser als Informationsträger ist. Also, was hat er gemacht? Er hat seine Beete umrandet mit Wasserflaschen und immer alle 3-4 Flaschen, je nachdem, wie es gerade so auskam, eine Flasche gutes EMA dazwischen gelegt. Und diese Information des EMA läuft jetzt wie eine Mauer, Informationsmauer um dieses ganze Feld. Und damit hat er hervorragende Ergebnisse erzielt. Kann man auch wieder nachlesen. Aber was man damit erreichen kann, und das möchte ich nochmal, das war für mich auch so ein Highlight. Ich bin vor vielen Jahren regelmäßig, weil ich da eine Möglichkeit hatte, umsonst in einem schönen Häuschen Urlaub zu machen, nach Teneriffa gefahren. Lange vor EM. Und da kennt einer diese Kanarischen Inseln? Gott, schon mal, einige waren da. Wer da war, hat wahrscheinlich auch mal so eine Bananenplantage gesehen. Da gibt es ja immer so Führungen oder man kauft da Bananenschnaps und sieht dann auch, wie die da wachsen. Wer jetzt biologisch ein bisschen weiß, der kennt die alle. Das ist also ein dicker Stamm, der da hochwächst. Und während der hochwächst, krümmt er sich um und da kommt eine wunderschöne, so große violette Blüte raus. Und aus der Blüte wächst dann dieser herrliche Bananenstrunk, wie wir den ja alle kennen. Also eine wunderbare Sache. Aber es ist so, aus einem Strunk, also aus der Wurzel, wächst immer ein Hauptstrunk, der Früchte bringt. Und ein ganz kleiner, das nennen sie die Tochter, die wird nach der Ernte, wird der Große abgehackt und dann wächst der Kleine als nächstes, fürs nächste Jahr. Und Higa hat eben, weil das auch ein subtropisches Gelände ist, in seinem kleinen Garten, den er auf einem ehemaligen Parkplatz angelegt hat, den ihm einer zur Verfügung gestellt hat, dort hat er eben Jahr ein, Jahr aus nur mit EM gearbeitet, nur alles, was da gewachsen ist, immer gleich wieder zu Bokashi gemacht, mit Bokashi-Saft, mit Keramikpulver, mit Keramik gearbeitet und so weiter. Und er hatte viele, auch verschiedene Bananensorten, die er da, kleinere, größere hatte. Und da hat er gemerkt, nach knapp 10 Jahren ist es ihm gelungen, durch dieses gewaltige Schwingungsfeld, was er da geschaffen hat, eine genetische Grenze zu überschreiten. Das heißt, ihm ist gelungen, er hat beobachtet, dass aus einer Wurzel sozusagen zwei Hauptstämme wachsen. Also nicht eine Banane, sondern zwei von diesen großen Strünken. Und das war nicht genug. Oben wuchs nicht eine Banane, sondern zwei. Das heißt, an einem Wurzelwerk wuchsen 4 große Bananen statt einer, was man auf der ganzen Welt kennt. Und dass er sich darüber freut, das kann man hier sehen, weil er zwischen den beiden Strünken einmal sagt, wir haben gewonnen, das heißt das ja, aber eigentlich sagt er zwei. Zwei Strünke und wer genau zählt, wer sich das noch angucken will, da sieht man 1, 2, 3, 4 von diesen violetten Blüten. Und natürlich, das brauche ich allen, keinem EMler zu sagen, ist die Qualität von EM-Früchten oder Gemüse immer besser als konventionell oder auch nur bio angebaut. Aus dem einfachen Grund, am Anfang sprachen wir über Antioxidantien, die gehen in die Pflanze und geben den Früchten eine ganz andere Möglichkeit. Im Grunde wie unser Sauerkraut. Wenn EM drin ist, wenn das gut fermentiert, hat es viel mehr Vitamine, probiotische Stoffe als der Kohl. Und so ist es auch da. Könnte ich jetzt wieder über diesen ganzen Kreis mit dem Gemüse schöne Beispiele aus vielen Jahren erzählen. Aber ich denke mal, ich habe noch einen Zukunftsaspekt, über den noch niemand berichtet hat und den hier auch wahrscheinlich noch keiner kennt. Den möchte ich aber jetzt mit euch teilen, weil ich denke, das ist etwas, was wir alle ja in uns tragen. Wir wollen ja die Welt mit EM so verändern, dass sie substanziell besser wird. Dass wir diese Sorgen, die wir haben um die nächste Generation, die in dem Dreck, den wir hinterlassen, leben müssen, eine Perspektive haben, dass wir also auch fröhlich ins Grab steigen können, sagen, wir haben da was, es geht weiter und es geht nicht nur den Berg runter. Und zwar
Mit diesen ganzen Experimenten hat Professor Higa in Japan kürzlich berichtet, etwas, dass sie, es gibt ja mehrere, auf Okinawa wird EM am längsten gemacht. Da hat er gearbeitet, EM erfunden, an der Universität, an der er gearbeitet hat, oder gefunden, sagt er ja immer. 1982 war es fertig, da gab es dann auch eine Produktionsstätte, dann gab es ein Labor, dann gab es viel, viel später ein großes Hotel, der eine oder andere hat auch im Journal darüber gelesen, das alte Hilton von den Amerikanern, das stand 15 Jahre leer, das hat er ganz billig gekriegt, was heißt er, also seine Organisation gekriegt, und zwar hat er gesagt, ich zeige, was man aus so einem alten Betonkasten machen kann, wenn man mit EM arbeitet. Hat das erstmal nur mit vielen Tonnen EM eingesprüht, riesen, riesen Ding, und hat dann gehört, die Leute unten im Tal, das liegt so auf dem Hügel, die Amerikaner haben sich immer gerne ein bisschen abgesetzt als Besatzer, haben die Leute gesagt, ach, ihr habt das ja schon gestrichen. Nee, das war sauber. Das wird jeder von euch, der mal Beton irgendwo zu Hause intensiv mit EM behandelt, sehen, das wird immer schöner. Das sieht nach kurzer Zeit oder längerer Zeit, je nachdem, wie viel man da macht, sieht das aus wie gerade frisch gegossen. Ganz heller Beton. Ganz toll. Das ist das eine. Das heißt, da wird natürlich auch, da ist ein Laden drin, das ganze Ding, alles, was da an Renovierungsarbeiten sind, mit Keramikpulver. Das heißt, dieser Riesenkasten, der schwingt natürlich EM. Dann gibt es viele Bauern, die auf Okinawa mit EM arbeiten, viele Privatleute, natürlich, weil das ja von da kommt. Und es gibt einen zweiten zentralen Punkt, der auch auf der Schwingungsebene extrem stark ist. Und das ist die Manufaktur, wo EMX Gold hergestellt wird. Also das Gesundheitsprodukt, wo ja eigentlich ist es nichts anderes als die Stoffwechselprodukte unserer effektiven Mikroorganismen, wenn sie auf eine besondere Art und Weise gefüttert werden. Abgefiltert, sodass eigentlich etwas ist, was kleiner und feiner ist als eine Zelle, als ein Mikroorganismus, weil das ja Ausscheidungen der Mikroorganismen sind. Also wenn wir schon die Mikroorganismen nicht sehen können, die Partikel sind so winzig, die können wir erst recht nicht sehen. Aber das hat eben ganz konzentriert diese EM-Schwingung in sich. Und vor allem, seitdem er die Produktion von dem alten EM umgestellt hat, das könnte ich jetzt lange erklären, aber ich sage nur einen Stichpunkt für die, die sich ein bisschen auskennen, auf eine mehr mineralische Ebene. Und das ist viel mehr, wie wir es ja auch von der Keramik kennen, eine, die, was die Schwingungsebene verbessern kann. Und diese Punkte in Okinawa haben eine Situation geschaffen, wo er nachgewiesen hat, dass auf einer Fläche ungefähr hier, in einem Kreis, er nennt es ein Dom, über der Insel, Durchmesser 350 Kilometer, wo er einen Schutzraum, einen Dom von EM-Schwingung, haben sie durch diese verschiedenen starken EM-Informationszentren geschaffen, sodass vieles, vieles, was im Argen liegt, in der Natur besser wird. Und er beschreibt das nicht im Detail, sondern gibt nur so Stichworte. Zum Beispiel sagt er, ihm haben Taucher berichtet, obwohl auch dort natürlich der Ozean sich erwärmt, wie auf der ganzen Welt, bleichen die Korallen nicht aus. Das wäre also zum Beispiel etwas, wo die genug lebendige Energie kriegen, um sich auch gesund zu halten, trotz dieser Schwierigkeiten mit wärmerem Wasser, weniger Sauerstoff im Wasser. Sie haben beobachtet, dass seitdem sie diesen Dom haben, die haben viele Wirbelstürme, Taifune da unten, dass die entweder vorbeiziehen an der Insel oder aber, wenn sie über die Insel gehen, in diesem Feld so abgeschwächt werden, dass sie kaum noch Schaden anrichten. Da müssen wir uns auch wieder erinnern, von Anfang an hat Higa immer wieder auf unterschiedliche Art versucht zu erklären, was kann EM auf dieser Schwingungsebene, nämlich schädliche Schwingung,
als Energie nutzen und umwandeln in nützliche. Und Schwingung entsteht ja bei einem Sturm natürlich. Schwingung entsteht beim Erdbeben. Auch da haben wir viele Berichte, wo auch beim Erdbeben Häuser, die mit EM gebaut sind, kaum betroffen sind. Also das Erste, was ich mal gelesen habe, ich glaube in seinem ersten Buch schreibt er von einem schweren Erdbeben, die Älteren erinnern sich, in Kobe in den 70er, Anfang 80er Jahren. Und da sagt er, da war ein Haus, das erste EM-Haus, wo sie mit EM gearbeitet haben, und da sind noch nicht mal die Bücher aus der Wand gefallen. Das heißt, es gibt diese schädliche Schwingung von unten, die zerstörerische, und die Mikroorganismen oder die Energie, die EM erzeugt, kann es nutzen und dann auf der anderen Seite wieder in was Positives umwandeln. Und so ähnlich beschreibt er das, er geht sogar so weit und sagt, ich habe mir die Schulzeugnisse angeguckt und die sind durchschnittlich bei den Schülern besser als vorher. Aber das ist eigentlich nur ein Bild. Er ist ja jetzt kein Statistiker, der das alles... Das ist ein Mann, der ja auch über 70 ist und immer noch jeden Tag gefordert wird mit Briefen und Besuch und Vorträgen und Schreiben und sowas. Der fasst was auf und wenn das in seine Kenntnisse über EM passt, dann gibt er uns das und sagt, ja, damit könnt ihr rechnen. Das wissen wir, wenn hier Lehrer sind, die schon mal in der Schule EM eingesetzt haben oder bei Kursen, das haben wir tausendfach, wenn man einen unruhigen Kurs hat oder einen Raum, wo Leute nicht gerne zusammen sind, wo Leute, die Lehrer beobachten, die Schüler sind in diesem Raum immer unruhig, EM ausgesprüht vor dem Unterricht, die Schüler verhalten sich anders. Das ist kein Hokuspokus, das ist so. Und wir können das mit dem, was ich jetzt versucht habe, aus dieser EM-Schwingungswelt zu erzählen, können wir es im Grunde, beweisen. Aber die Wissenschaftler wollen noch was anderes als Beweis. Das können die so schwer messen. Aber es ist deren Fehler, weil die immer noch keine Instrumente entwickelt haben, um das zu messen. Wenn einer also das als Wissenschaftler zu ihnen kommt und sagt, das kann man nicht beweisen, dann sagt man, ja, dann... Kümmere dich mal darum, dass ihr es beweisen könnt. Ne, ist euer Problem, nicht unseres. Wir wissen, dass es funktioniert. Ihr müsst jetzt endlich was machen, dass ihr es nachweisen könnt. Und noch mehr damit machen. Also, mit Energie, Überzeugung können wir rausgehen und wissen, da steckt so viel mehr noch drin, obwohl wir schon so viel wissen. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über EM, jetzt sind wir zusammen, wir können den ganzen Tag... solange sie da sind, austauschen. Sie können Fragen stellen, noch und noch, über das, was in dem Buch ist, wenn ich mich doch erinnere, was ich damals geschrieben habe. Oder über alles andere. Aber erstmal schönen Dank und offen für Fragen. Danke. Hier liegen noch ein paar Journale. Aber gut, ja.